Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Aww. Mobbing Hi, Kate. Oh. Hi, Max. I hold it. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Hey, sie hat doch selber geschrieben, sie möchte Tee trinken gehen. Was ist da los? Was ist das? Oh, Verewigung am Tisch. Gucken wir uns mal an. This might make a cool shot. Okay, dann machen wir ein Foto davon. Nur weil du sagst, das wäre gut cool aussehen. Oh, ich mag dein T-Shirt. Okay, was steht drauf? Zeig mir das Bild. Zeig mir das Bild. Ey, du sollst das Bild zeigen. Journal. Schau mir das Journal. Rachel Amber Forever. Da hat mir wer sie lieb gehabt. Ah, die kann ich also alle fotografieren. Ein Foto... Das ist bestimmt die Fotowand aus dem Zimmer. Dann ist hier ein komisches Face. Irgendwas Zerbrochenes. Ein Sonnenuntergang. Ein zerbrochenes Skateboard. Ein... Okay. Okay. Die kann ich alle fotografieren? Oh, das geht noch weiter. Ah, das ist aus Episode 2. Okay. Kann ich hier noch ein bisschen was untersuchen? Foto-Equipment. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Ja, da steht wohl wer sehr auf Fotografie. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Ja, vor allen Dingen habe ich im ersten Moment gedacht, dass hier wäre irgendwie ein Wolf, der jault. Sehr, sehr komischer Wald. Was ist mit dem Wald hier kaputt? You can never escape the lighthouse here. Ja, jetzt recht nicht, wenn es auf einen drauf kracht, gell? Das tut weh. Das will ich nicht. Das möchte ich nicht. Das mag ich nicht. Was haben wir hier? Fernseher. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Da würde ich ganz andere Sachen Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Vielleicht, weil du gut im Fotografieren bist und er möchte, dass du mitmachst, weil du gut bist, vielleicht? Komm, lesen wir mal. Okay. Okay. Ein Everyday Hero. Mhm. Everyday Heroes Photo Contest Summit Image The Best of Yourself Action. Ja, also Hero Action, ne, so während der wie heißt der noch? Leuchtturm auf dich runterkracht. Einfach mal ein Foto von machen. Dann wird man auf jeden Fall der Hero von. Oh yeah. The winner will fly to San Francisco. Oh. Ah. Da hast du gerade so Glück gehabt. Ein Jahr alter und es würde nicht mehr gehen. Ach so. Ah, das ist wegen der Erlaubnis der Eltern, um mitzumachen. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, ein Jahr älter und die hätte keine Erlaubnis mehr gebraucht. Okay, den Fernseher hatten wir. Gucken wir uns die Bücher auch noch an. Wir gucken uns alles an. So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henri Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Abaddon among the masters. Dolly, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Sollte das nicht normal sein, dass man Bücher vom Unterricht, also die zum Unterrichtsinhalt beitragen, jederzeit Whoa. Benutzen Mr. darf? Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images.
But I still dig my little instant camera. Na, gucken wir uns ihren Arsch an. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ja, weil... Oh, komm, komm. Oh ja. Oh, oh. Okay, das Spiel ist... ich sollte es ernster nehmen. Okay, wir nehmen das ab jetzt sehr ernst. Okay. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Vielleicht, weil du auf den stehst. So ganz heimlich vielleicht. Kann man eigentlich aus dem Fenster gucken? Tatsache. Hallo, ihr lieben Mitschüler. Okay. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Steht die auf den so ein bisschen vielleicht? You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Welcome to the real world. Just cute. Hot. Then I might send you a special picture and try. Okay. Because Max wants everybody to see how cute she is. Pass auf jeden Fall zu Amerika. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Ooh. Dann machen wir noch mal eins. Gut, Schöpfer. She's so fucking shy. Oh, Musik. Musik. Yeah. Komm, Musik. Ah, ich mag Musik. Vor allem mag ich die Musik in dem Spiel. Die ist immer so beruhigend. Okay, wir sind hier in dem Flur. Okay, gucken wir uns wieder alles an. Missing. These missing persons posters are popping up everywhere. American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to. Moment, Rachel Amber, war das nicht auf den... Kann ich da nochmal rein? Driving a car by the aber das war dann nur auf dem Tisch. Watching the world from the bright side. I shouldn't be so stingy with my blood. Okay. Eine Halloween Party. To all of you, American the science room. Here's the portal to Warren's brain. No one can tell Ron, 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 den Namen habe ich schon mal gehört. Ron ist doch der aus der, auf dem Dings, vom Handy hier, warte. Ich muss gerade mal die Musik etwas leiser machen. Okay, hat nicht viel gebracht, nochmal. Okay, ist schon besser so. Rowan ist doch der vom Handy. Warte, können wir auch noch nachgucken. SMS. Ja, Rowan ist der von dem Handy. Also es sind das scheinbar ihre Freunde. Exit. Also Freunde und Familie. Don't text and drive. Ja, könnte gefährlich enden. Non-name. Hallo, was rempelst du mich an? Okay, sie hat einen Namen. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Willst du? There's Taylor, always waiting for Victoria. Oh, solche Leute mag ich wirklich nicht. Okay, du bist bei mir in der Klasse.
Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Tja, da gibt es auch welche von. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Also die beiden sind bei mir in der Klasse. Das sieht aus wie so ein Pinsel, ne? Ich mag diese Frisur nicht. I hate having everybody see inside my locker. Ach, egal, einfach mal reingucken. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Hä? Da kann ich dann nochmal reingucken? Nein, schade. Wer ist Jack? Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Justin? That's Dana talking to... I think his name is Justin. Deswegen stand doch Justin dran, meine Liebe. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. Kann sein, dass I shouldn't be so catty. Oh. Dana is nice to me. Ja. Okay, dann sollten wir auch aufhören, ihr in den Ausschnitt zu schauen, aber mich stört gerade so ein bisschen. Hattie? Das sieht nur so aus, als wäre der Hosenstall offen, wenn man hier so steht. Okay. Ich dachte schon. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Okay, was für Notizen das doch immer sind. Das Buch können wir uns nicht angucken. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Spielt sie gerade ein Autorennen? Mach ich mit. I hate bully jockstraps like Logan. Andy's a Vortex Club member. Ja, warum gehst du nicht dazwischen? Guckt sich an, wie die auf den, wie die hier böse zu dem sind und geht nicht dazwischen. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Ja, dann hilf ihm doch. Pussy. Warte, hast du einen Namen? Hast du einen Namen? Hast du einen Namen? Hallo? Hast du einen Namen? Hallo? Du hast keinen Namen. Schade. Okay. Noch mehr Halloween Party. I wish October would last forever. Noch ein Missing Poster. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Nope. Ah, kann man nie genug von haben. Okay, for sale? Don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Okay. Interessante Schule auf jeden Fall. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Tja. Das passiert leider überall auf der Welt. Mit den Meeren und so. Schon wieder. Da hat sie wohl wirklich sehr vermisst. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Ist das geil. Da hat einer um... zu rebellieren gegen diese zuckerverseuchten Getränke, hat er hingeschrieben, wie man gesund bleiben kann. Das hätte man hier vielleicht auch draufkleben sollen. Stop bullying, no. Ja, und dann stehen sie da hinten und sind sich am Hauen. Hast du einen Namen? Hallo? Nein? Komm, schade. Du bist Hayden. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Wow, sowas gibt. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Okay. Scheinbar irgendeine Veranstaltung vom Vortex Club. Noch mehr Missing Posters. Irgendwelche nicht definierten. Da ist das Bathroom. Kann ich da hinterher? Schade. Oder gehen wir erst hinterher rein? Ich habe noch nicht alles erforscht. Okay. Noch mehr Missing Posters. Nerd Alert. This poster has Warren written all over it. Aber
Schach ist voll cool und so. Oh. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. So, Victoria haben wir, dann nehmen wir... Ach, das ist nicht Juliet. Figures Juliet will be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Okay. American Samuel. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Ja, der sieht auch ziemlich weird aus. Lass mich raten, alles vom Vortex Club. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. Black Wolf sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Okay. Ja, je nachdem wir uns aufpasst, ne? You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Ja. Okay. No one can tell where your heart is. American girls like dolls. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Ach, warum denn nicht? Das ist doch gemein. Okay, Principal Office. Principal doesn't come out of his office much. Miss Grant is a great science teacher. Okay. Dann ist sie das. Eine Mac. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. Okay, da ist die Art. Da waren wir drin, dann ist da Musik. Lagerraum. Irgendwie eine Treppe. Cafeteria. Ist dann da hinten hinter, oder wie? Und die Räume haben keinen Namen. Okay, dann gehen wir mal zum Klo. Na, so. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Okay, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, denn ich habe vergessen, mir etwas zu trinken mitzunehmen, was ich während der Aufnahme irgendwie trinken kann. Deswegen werde ich hier eine Pause machen und der Spiegel sieht ziemlich awesome aus, weil der auch voll komplett funktioniert. Nicht so wie bei... Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Das hat Kronk letztens gespielt. Da wurde einfach spiegelverkehrt das wiedergegeben, was man selber anschaut. I did come in here for a reason. Okay. Ja, hör auf zu jammern. Kann man hier irgendwie manuell speichern? Das hatte ich mir noch gar nicht angeguckt. Hello, my name is Max. Hallo, Max. Okay. Ich hab das Gefühl, die steht voll auf den. Okay. Das hat jetzt automatisch gespeichert. Okay, dann würde ich sagen, dass automatisch gespeichert hat. Brechen wir hier jetzt ab und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.